ob er Gampeln wie sie am dritten Tag. Wird mal ein bisschen schauen, wie die Stimmung ist. Es ist schönes Wetter, wir hatten keine Regen. Heute haben wir leider aber eine Niederlage erleben. Sophie Hunger hat abgesagt, haben aber einen tiptop Ersatz mit Open Season. Aber wir gehen trotzdem mal so schauen, was die Leute dazu gesagt haben, ob es fest enttäuscht sind. Gesundheit geht vor, können krank sein, aber ich glaube, alle anderen, die hier sind, geben auch Gas. Von dem her, alles okay. Wie ist jetzt deine Bilanz so? Open Air Gampelt, zweites Mal. Letztes Jahr warst du dabei, dieses Jahr dabei, nach dem dritten Tag so. Es ist super. Es ist immer super. Es war letztes Jahr schon super gewesen und wir kommen immer wieder gerne ins Wallis. Als nächstes Jahr in dem Fall als was verkleidet? Das wissen wir noch nicht. Da wird es ein Jahr Zeit, um zu überlegen. Viel Spass und herzlichen Dank. Danke vielmals. Wie sind die Konzerte bis jetzt für dich? Die waren sehr gut gewesen. Heute haben wir gerade den Patent Ochsner gesehen. Das war etwas vom Positiveren gewesen. Das ist wirklich einsam. Sonst, was freust du jetzt noch Besonderes? Heute freue ich mich besonders auf Bar of Cellar. Das ist so ein bisschen Elektro-Jazz. Ich muss sagen, auf das schaue ich wirklich vor. Auf das freue ich mich wirklich. Und morgen bist du auch noch mal dabei? Morgen bin ich auch noch dabei. Ich weiß auch nicht genau, wie lange. Weil ich sage mal, es waren drei strenge Tage. Aber wir, so wie es kommt, es wird spontan sein morgen. Und das nächste Jahr einmal Gampel, immer Gampel? Ich bin das erste Mal am Gampel dieses Jahr. Und ich muss sagen, es ist eines der besten Festivals, die ich jemals war. Die Kulissen mit den Bergen. Der Hygienestandard, es ist, man sieht es auch kein Open Air anders als hier. Es ist wirklich top. Ich würde sagen, ich komme zurück nächstes Jahr. 2017 Gampel, I'm back. Open Air Gampel hat ein komisches Getränk. Du hast hier ein sehr knallgrünes Getränk. Was ist da drin? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wie es ist. Aber da ist kein Alkohol drin. Mama, wilde Witze. Fruchtsaft. Pur. Was findet ihr cool am Open Air Gampel? Alles! Schöne Leute, coole Musik? Ja, Mama. Was ist für dich der absolute beste Gig bis jetzt am Open Air Gampel? Ja, Patent Ochsner, nein. Hey, aus Bern! Das ist das Beste, Faro. Ja, das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Ja, aber das wird das Beste. Und auf was schauen. Und auf was freust du dich besonders noch? Ja, ich würde mir Bier so. Das wird auch bei uns schneiden. Herzlichen Dank und noch viel Spaß. Wir sagen immer Gampel bis in Tod. Also wir kommen für immer ans Gampel. Für immer. Super. Was habt ihr bis jetzt am schönsten gefunden? Von jetzt ist er von diesem Jahr Gampel. Säcke, wir haben super Säcke. Seht ihr das? Aber jetzt von der Musik reden wir gleich ein bisschen über die Musik. Was hat er cool gefunden das Jahr bis jetzt? Patent Ochsner natürlich. Super. Und auch Robin Schulz war mal etwas anderes gewesen. Mal ein DJ, ist auch ganz gut gewesen. Breitbild habe ich vor 8 Jahren schon mal hier gesehen. Sind gestern auch genial gewesen. Und morgen? Habt ihr noch irgendein Highlight für morgen? Glasbärenspiel. Nachtdienst, ich gehe in der Nacht heim. Herzlichen Dank, das ist wahre Treue. Vielen Dank und viel Spass noch. Dankeschön, danke. Open Air ist cool, oder? Ja, das ist schon Hammer. Super, viel Spass noch. Das ist eine Party hier. Aber das Beste hier, was passieren kann. Ja, wirklich.